Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Forschung. Impfstoff gegen Alzheimer. Überraschung. Nikolaus auf heißem Gefährt. Und Vorstellung. Buch zur Kohlebahn in der Region. Brauchen Sie noch einen Weihnachtsbaum? Lebensräume hat ihn schon. Lebensräume hat sowieso die besten Bäume. Zum großen Weihnachtsbaumverkauf an diesem Freitag von 9 bis 18 Uhr im Hof des Geschäftsgebäudes Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Edle Exemplare, große Auswahl, verdammt günstig. Wirklich, edle Weihnachtsbäume kriegst du auch bei Lebensräume. Mehr als gewohnt. Weihnachtsmarkt bei Reichsfürstin von Teschen vom 14. bis 16. Dezember auf dem Marktplatz zu Hoyerswerda. Buntes Markttreiben, traditioneller Stollenanschnitt, Adventsmusik und viele Bastelangebote für die Jüngsten. Lassen Sie sich verzaubern von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Gesang, Tanz und Artistik. Genießen Sie weihnachtliche Köstlichkeiten und finden Sie Ihr Weihnachtsgeschenk an einem der zahlreichen Marktstände. Sie sind herzlich eingeladen zur Audienz der Reichsfürstin von Teschen auf dem Weihnachtsmarkt zu Hoyerswerda. Weihnachten mit Connys Hauswarm. Große Auswahl, kleine Preise, Dekoration, Geschenke, Beleuchtung. Original Herrnhuter Sterne für Innen und Außen schon ab 8,50 Euro. Connys Hauswarm an der B96 Schwarzkolm und Hoyerswerda Treffachtcenter. Einkaufen mit Köpfchen. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Einbruch. Dreiste Diebe im Aldi-Markt. Einführung. LMBV plant Kippenkataster. Und Einsatz. Hoyerswerda gewinnt Silber bei Bundesmatheolympiade. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe heute am Freitag, dem 7. Dezember. Das zweite Adventswochenende steht unmittelbar bevor. Genug Zeit also, noch einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Sachsen zu besuchen. Und wir wollen Ihnen heute mal die wichtigsten von Ihnen etwas näher bringen. Los geht's in Leipzig. Hallihallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, einem der größten und beliebtesten in Deutschland. Und neben all dem Glühwein und den gebrannten Mandeln gibt es natürlich hier zahlreiche Besucherattraktionen zu bewundern. Unter anderem haben wir hier in Leipzig den weltgrößten freistehenden Adventskalender mit sage und schreibe 857 Quadratmetern Größe. Jeden Tag wird punkt 16:30 ein Türchen geöffnet, das eine Leipziger Schulklasse gestaltet hat. Das Thema in diesem Jahr ist übrigens die Leipziger Messe. Aber auch sonst lädt der Leipziger Weihnachtsmarkt zum Entdecken ein. So gibt es den alten Weihnachtsmarkt Alt-Leipzig, ein mittelalter Weihnachtsmarkt an der alten Handelsbörse. Dann das berühmte historische Etagenkarussell, auf dem sich die Kinder jedes Jahr vergnügen. Dann selbstverständlich, Sie sehen es hinter mir, unser 18 Meter großer Weihnachtsbaum mit 300 Kugeln und noch mehr Lichtern. Und gesponsert wurde er diesem Jahr von der Familie unseres Kulturbürgermeisters. Wenn das keine Stadtarbeit ist. Ansonsten gibt es hier natürlich die zahlreichen Buden mit allen Naschereien und Geschenken zu entdecken. Ich würde sagen, kommen Sie einfach vorbei, trinken Sie einen Glühwein und vielleicht knacken Sie ja die Besuchermarke mit uns zusammen. Im letzten Jahr kamen nämlich 2,5 Millionen Menschen hier nach Leipzig. Da geht noch mehr, genauso wie in Chemnitz, denn die haben auch einiges zu bieten, oder? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bells Ring, Snowing and blowing up bushels of fun, now the Jingle Hop has begun. Ja, liebe Zuschauer, der Chemnitzer Weihnachtsmarkt, der ist vor allem eines traditionell erzgebirgisch und darauf legt die Stadt auch großen Wert. Hier gibt's keinen Schnickschnack, keine blinkenden Lichter oder singende Plastikweihnachtsmänner. Hier gibt's vor allem traditionell erzgebirgische Volkskunst und auch ansonsten vieles, was das Weihnachtsherz begehrt, in mehr als 200 Buden rund ums Rathaus, gespickt mit einer ordentlichen Portion Schnee, also das perfekte Ambiente. Hinzu kommt der Mittelaltermarkt, auch in diesem Jahr natürlich wieder mit Gaukelei, Musikanten, Handwerkskunst und kulinarischen Leckerbissen. Apropos,
Glühwein gibt es natürlich auch, der kostet im Schnitt 2,50 Euro. Wo er am besten schmeckt, das sollten Sie selbst rausfinden, liebe Zuschauer. Und dafür können Sie sich in diesem Jahr auch etwas mehr Zeit nehmen, denn zum ersten Mal hat der Chemnitzer Weihnachtsmarkt bis zu Weihnachten noch jeden Tag bis 21 Uhr geöffnet. Tja, was gibt's sonst noch? Typisches für den Weihnachtsmarkt, die fünfstöckige Pyramide, Schwibbogen, Engel und Bergmann. Und natürlich die große Spieldose und vor allem nicht zu vergessen den Weihnachtsbaum. 31 Meter hoch ist die Fichte aus dem Vogtländischen und der wird sicherlich in den beliebten Rankings wieder mit ganz vorne dabei sein. Ob es der höchste ist in Sachsen, ich weiß es nicht, aber höher in Dresden ist er allemal. Und damit gebe ich ab in die Landeshauptstadt. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Ja, Björn, da muss ich dir wirklich recht geben. Unser Weihnachtsbaum hier auf dem Dresdner Striezelmarkt, der ist nur 29 Meter hoch und hat dieses Jahr auch für viel Kritik gesorgt und muss jetzt mit dem Beinamen Schandfichte leben. Aber ich muss auch zugeben, er ist wirklich ganz schön schief und natürlich ein paar mehr Äste wären auch nicht schlecht gewesen. Aber wie hat der Staatsforstbetrieb Dresden gesagt, ein Weihnachtsbaum ist nun mal ein Naturprodukt und kann nicht wie Heidi Klum aussehen. Muss ich ihm auch recht geben, ja, und im Dunkeln und mit Glühwein, da sieht man es ja auch gar nicht mehr so sehr. Und übrigens, der Glühwein kostet in Dresden im Durchschnitt 3 Euro. Ich habe auch einen Stand gesehen, da gibt es ihn schon für 2,50 Euro. Und natürlich schmeckt er hier auch. Ja, und das ist mein Lieblingsmann auf dem Dresdner Striezelmarkt. Darf ich vorstellen, Mr. Pflaumentoffel. Und er ist wirklich zum Anbeißen. Ja, und mein Tipp, wenn Sie den Dresdner Striezelmarkt besuchen, schauen Sie unbedingt hier im Pflaumentoffelhaus vorbei. Das ist nicht nur schick, sondern hier schaut auch jeden Abend der Weihnachtsmann vorbei und man kann Pflaumentoffelmänner zum Mitnehmen basteln. Dankeschön. Ja. Der Dresdner Striezelmarkt ist natürlich am bekanntesten hier in Dresden. Er ist immerhin einer der ältesten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Er findet dieses Jahr zum 578. Mal statt. Aber wir in Dresden haben nicht nur ihn, sondern auch insgesamt 12 Weihnachtsmärkte. Und mein Geheimtipp für Sie ist der Loschwitzer Weihnachtsmarkt. Dort können Sie direkt an der Elbe und am Blauen Wunder noch echte Handwerkskunst entdecken. So, und das war's aus Dresden. Ich gebe ab nach Görlitz, denn dort hat heute erst der Weihnachtsmarkt eröffnet. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Ja, auf dem romantischen Weihnachtsmarkt in Görlitz erwartet Sie nichts Alltägliches. Der schlesische Christkindlmarkt vom 7. bis 16. Dezember 2012 bietet besonders kleine und große Geschenkideen, den Duft von gebrannten Mandeln und frischen Punsch in vielen Variationen. Auf dem schlesischen Christkindlmarkt erwartet die kleinen Gäste eine Weihnachtsbackstube und ein Streichelzoo. Hier kann man einen Handwerkermarkt im Schlesischen Museum und Advent im Hallenhaus entdecken. Auf dem traditionellen Markt wird gesungen und musiziert beim Weihnachtssingen oder aber dem großen Kinderprogramm. Täglich erscheint das Christkind und beschenkt die kleinen und vielleicht auch die großen Besucher. Seien Sie herzlich willkommen im einmaligen weihnachtlich gestalteten Ambiente der Altstadt. Geöffnet ist der Markt Montag bis Donnerstag 14 bis 20 Uhr, Freitag bis 21 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, nicht zu vergessen, auch in Hoyerswerda gibt es einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Da geht allerdings nur 3 Tage vom 14. bis 16. Dezember. Wir machen gleich weiter hier in der Sendung mit Nachrichten aus der Region nach einer kurzen Pause. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kunden. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen, zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, täglich 24 Stunden erreichbar, an 7 Tagen in der Woche. Allen Kunden und Geschäftspartnern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit uns fahren Sie auch im neuen, kommenden Jahr immer richtig. Hoyerswerda 40 66 66. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe. Bei uns geht es jetzt direkt weiter mit aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region.
In der Nacht zum Freitag ist erneut in den Aldi-Markt in der Zielkowski-Straße eingebrochen worden. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und gingen zielstrebig zu einer Vitrine, in der Elektrogeräte ausgestellt waren. Aus dieser entwendeten sie Geräte im Wert von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit ca. 300 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ab Montag sind in Hoyerswerda der Markt, der Parkplatz Schwarzer Markt und die Fahrgasse der verlängerten Spremberger Straße am Markt voll gesperrt. Grund ist der Aufbau des Weihnachtsmarktes, der am Wochenende stattfinden wird. Wie das Bürgeramt weiter informiert, wird auch die Schlossstraße vom 14. bis 16. Dezember zwischen der Straße an der Mühle und der Kirchstraße während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes voll gesperrt. In der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik hat Martin Renner aus Hoyerswerda einen zweiten Platz gewonnen. Er ist einer von 14 weiteren sächsischen Schülern, die dabei erfolgreich waren. Für ihre herausragenden Leistungen wurden die Matheasse gestern in Berlin geehrt. 1300 Jugendliche aus ganz Deutschland hatten sich beteiligt. Abfallkalender 2013 für den Landkreis Bautzen wird in der nächsten Woche verteilt. In der Broschüre wird über die Abholungstermine des Hausmülls, der Bio- sowie der gelben Tonne informiert. Zudem sind alle Adressen der Entsorgungsfachbetriebe für Elektroschrott, Grünschnitt und Ähnliches sowie eine aktuelle Anforderungskarte für die kostenlose Sperrmüllentsorgung enthalten. In Wittichenau ist am Freitagmittag die Kreisstraße im Bereich zwischen Franz-Mehring-Straße und der Staatsstraße 95 feierlich offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Der grundhafte Ausbau des rund 1 Kilometer langen Abschnittes dauerte gut ein Jahr und kostet 850.000 Euro. Der Freistaat förderte die Maßnahme mit 75%. Die neue Straße dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrzeugverkehr. Alle wichtigen Daten zu den Tagebausanierungsgebieten in der Lausitz sollen jetzt in einem sogenannten Kippenkataster zusammengefasst werden. Nach den Grundbrüchen sind mittlerweile umfangreiche Analysen durchgeführt worden, deren geologische und hydrologische Ergebnisse zusammengeführt und später auch in ein Sicherheits- und Bewertungssystem einfließen werden, erklärt LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber. Mittlerweile sei sicher, die lockeren Sande in der Lausitz reagieren aufgrund des steigenden Grundwassers im Zusammenhang mit extremen Niederschlags äußerst instabil. Erste Feldversuche, die Entstehung der kritischen Porendrücke zu vermeiden bzw. abzubauen, seien vielversprechend. Zum einen sind vertikale Drainagen in den Kippen angelegt und positiv auf Erschütterungen getestet worden. Auch oberflächennahe und schonende Sprengungen als Ergänzung zu flächenmäßigen Sanierungen sollen 2013 weiter untersucht werden. Das Wochenende wird kalt, aber zumindest zeitweise auch sonnig und auf jeden Fall ohne Schnee. Bestes Winterwetter also für einen Ausflug zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt. Die genauen Wetteraussichten und noch mehr gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Du hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit ihre Mutter sie nicht überrascht, machen sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. In dieser Sendung möchten wir Ihnen zeigen, wie es bei der Feuerwehr nach einem Einsatz zugeht. Denn wenn die Kameraden wieder in der Feuerwache angekommen sind, ist noch lange nicht Schluss. Dann beginnt nämlich die Nachbereitung.
Sind die Fahrzeuge wieder in der Halle, heißt es erst einmal duschen. Nicht wegen der persönlichen Hygiene, sondern weil man mit Rauch, Qualm oder anderweitig kontaminierten Sachen in Verbindung gekommen ist. Danach ist ein kompletter Kleiderwechsel fällig. Die neuen Sachen werden im Anschluss ausgegeben, damit im Ernstfall sofort wieder ausgerückt werden kann. Die Reinigung wird von den Kameraden selbst übernommen, in einer etwas größeren Spezialwaschmaschine. Auch die Reparatur erledigt man selbst. Es hat mehrere Gründe. Zum ersten, dass wir so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sind. Zum anderen, dass wir nicht zu viel Lagerbestände haben müssen, dass wir also unsere Wäsche sofort wieder zur Verfügung haben. Und zum dritten, weil diese Oberflächenverschmutzung hier beseitigt werden muss und die Wäsche danach imprägniert werden muss, die Spezialbekleidung eben. Das ist wichtig. Ist die Reinigung vollzogen, heißt es weitermachen. Schließlich müssen auch die Schläuche wieder gesäubert und vor allem geprüft werden. Die Gebrauchten werden abgeliefert und die Wagen sofort mit neuen bestückt. Dann geht es zur Reinigung, die in der Feuerwache vollautomatisch erfolgt. Und je nach Verschmutzungsgrad werden die hier vorgeweicht. Die werden in dieser Anlage hier automatisch durchgeschleust, das heißt, die werden dabei gewaschen und werden anschließend mit dem vorgeschriebenen Prüfdruck geprüft, das heißt abgedrückt, ob sie dem entsprechenden Druck im Einsatz standhalten. Das verbraucht eine ganze Menge Wasser, doch bei der Planung der Wache hat man auch daran gedacht. Die Schlauchreinigung versorgt sich mit Regenwasser, welches von den Dächern in einer Zisterne gesammelt wird. Ist die Reinigung beendet, werden die Schläuche zum Trocknen aufgehangen und danach gegebenenfalls repariert. Eine Reparatur ist immer dann nötig, wenn ein Schlauch beschädigt wurde. Das kann vielfältige Ursachen haben, mechanische Beschädigung, das heißt, wenn das Gewebe beschädigt ist, es kann die Kupplung kaputt sein. Die Reparatur erfolgt dann, dass das defekte Teil praktisch abgeschnitten wird und der Schlauch an dieser Stelle neu eingebunden wird. Ist dann ein Stückchen kürzer, aber wieder einsatzbereit. Den wohl heikelsten Auftrag hat derjenige, der für die Atemschutztechnik zuständig ist. Schließlich hängt von ihr nicht nur die Rettung von Personen, sondern auch das Leben der Kameraden im Einsatz ab. In diesem Bereich ist erstmal der Schwarzbereich. In diesem Bereich werden alle Gerätschaften abgelegt, die vom Einsatz kommen und werden dann von dem Kollegen, der dafür die Qualifikation hat, gereinigt und gesäubert und auseinandergebaut, zusammengebaut und auch wieder geprüft und wieder in die Fahrzeuge oder in die Schränke verbracht, sodass sie dann zum nächsten Einsatz wieder einsatzbereit sind. Das klingt einfacher als es ist. Die Geräte müssen komplett auseinandergenommen und gereinigt werden. Das Gestell kommt in die Waschmaschine, der Rest wird per Hand erledigt. Die Flaschen müssen sorgfältig befüllt und die ganze Technik im Anschluss kontrolliert werden. Also wenn wir das Gerät gereinigt haben, aus diesem Bereich hier sozusagen rausgebracht haben, gehen wir dann drüber in diesen sogenannten Weißbereich rein, wo die Prüfgeräte stehen. Das heißt, wir prüfen dann die Maske, ob sie von der Vollständigkeit her ist, ob sie die Parameter erreicht auf dem sogenannten Prüfgerät. Genauso wird der Pressluftatmer geprüft auf dem Prüfgerät, um festzustellen, ob bei dem Einsatz irgendwelche Gerätschaften kaputt gegangen sind oder Teile, die dort an dem Pressluftatmer vorhanden sind. Und wenn der Computer uns sagt, das Gerät ist voll einsatzbereit, wird es wieder komplettiert und in den Schrank verbracht. Die hier beschriebenen Arbeitsschritte laufen natürlich parallel ab. Trotzdem dauert es durchschnittlich 2 bis 4 Stunden, bis alle Aufgaben erledigt sind. Und das nach jedem Einsatz. Also wenn die Feuerwehr vom Einsatzort fährt, heißt es noch lange nicht ausruhen. Zur Nikolaus-War-Schon-Da-Wanderung lädt der Lausitzer Wanderverein am Samstag ein. Wir wandern auch, wenn wir ihn verpasst haben, heißt es ab 9 Uhr am Parkplatz Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Der numismatische Verein Hoyerswerda lädt am Samstag zur Münzen- und Sammlerbörse in die Lausitzhalle ein. Von 9 bis 13 Uhr ist geöffnet. Auch die nächste Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse des Vereins der Aquarienfreunde gibt's am Samstag wieder von 10 bis 12 Uhr im Foyer der Lausitzhalle. Der Eintritt ist frei. Ökobaum statt Plastiktanne ist das Motto einer Vorlesung im Rahmen der Kinderuni Lausitz im Natz in der Hermannstraße in Hoyerswerda. Ab 10 Uhr geht es dort um ein umweltfreundliches Weihnachtsfest. Modellbahnausstellung ist ab Samstag bis zum 16. Dezember in Hoyerswerda im Sparkassensaal am Markt geöffnet ist am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr unter der Woche ab 13 Uhr.
Im Martin-Luther-King-Haus in der Hoyerswerder Neustadt ist am Samstag ab 10 Uhr Krabbelgottesdienst für die Kleinen. Am Sonntag zum zweiten Advent beginnt der für die Großen mit Kaffee, Chor, Flöten und Bazar um 15 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist verkaufsoffene Camper- und Glühweinparty im Wohnmobilcenter Sachsen in Bernsdorf an der Dresdner Straße direkt an der B97. Es erwarten Sie sensationelle Angebote, zum Beispiel noch zu Messekonditionen. In der Fressnapf-Filiale in Hoyerswerda an der Wittichenauer Kreuzung wird am Samstag von 10 bis 12 Uhr an Bedürftige kostenlos Tierfutter abgegeben. Die Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden. Von Samstag bis zum 16. Dezember wird zum alljährlichen Weihnachtszauber nach Senftenberg eingeladen. Es gibt dort tolle Händlerangebote, ein abwechslungsreiches Programm, im Rathaus eine Modelleisenbahnausstellung und eine Glühweinmeile. Die Geschäfte haben am Samstag zusätzlich bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Lichterfest wird am Samstag auch nach Spremberg eingeladen. Eine gute Gelegenheit, sich weihnachtlich inspirieren zu lassen und auch den Weihnachtseinkauf zu erledigen. Die Geschäfte haben am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Und eine Live-Übertragung aus der Metropolitan Opera gibt es am Samstag wieder im Cinemotion in Hoyerswerda. Ab 19 Uhr wird Verdis Maskenball in HD über die Leinwand flimmern. Und wir kommen noch zum Handball. In der mitteldeutschen Handball-Oberliga spielt der LHV Hoyerswerda am Samstag zu Hause. Gast in der Halle des Berufsschulzentrums ist die HG Köthen. Ein harter Brocken für die Hoyerswerda, denn die Köthener sind Zweiter der Tabelle. Können die Allianzschützlinge über sich hinauswachsen und die Punkte in der Zusestadt behalten? Anwurf ist um 17.30 Uhr. Im Vorspiel treffen ab 15 Uhr die LHV Junioren auf die TSG Brednichhaus-Walde, den Tabellenletzten der Bezirksliga. Das Wetter, präsentiert von den VBH. Immer wohlig warme Stuben, zuverlässig dank Erdgas und Fernwärme von ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Die machen das, damit ihr Geld in der Region bleibt. Nachts gering bewölkt, teils klar und durchweg niederschlagsfrei, Tiefstwerte minus 7 bis minus 11 Grad, örtlich auch noch kälter. Am Samstag längere Aufheiterungen und niederschlagsfrei, maximal minus 4 bis minus 1 Grad. Am Sonntag aufkommender Schneefall, weiterhin Dauerfrost. So, das soll es für heute schon gewesen sein, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen ein schönes Winterwochenende und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns am Montag hier wieder. Und damit sage ich Tschüss.